3, 6, oben sind es 2, also verdreifacht. Und ja, funktioniert ganz gut. Aber jetzt wächst natürlich alles um. Von dem her braucht man es eigentlich nicht. Das System ist auch von ISO, glaube ich. Du drückst hier drauf, alles fällt rüber, kommen wir zurück, alles fällt ab. Ja. Gehst wieder zurück, blendest wieder alles. Und da jetzt kein einziges vollgewachsen war, bekommt natürlich keins als Gewinn. Aber ja. Dann würde ich sagen, wenn wir hier wahrscheinlich wieder. Ja, schauen wir mal, vielleicht geht's. Soul Sand Farm. Hey, es geht sogar. Genau, fahren wir erstmal zur Soul Sand Farm. Diesen Tunnel habe ich hier extra anders gestaltet als oben, weil ich quasi wollte, dass das ein bisschen anders ausschaut. Und vor allem, ich glaube, es wäre eigentlich gegangen mit dem wegen Sand, Holz und so in der Hölle. Hier ist eben meine Soul Sand Farm. Bisschen Soul Sand habe ich noch. Es ist einfach nur eigentlich total sinnlos, aber ich habe mal gedacht, ja, du musst wenigstens zwei Abzweigungen quasi zur Auswahl hast. Hier fährt man automatisch immer wieder zurück. Das ist auch so eingestellt. Hier ist bloß vorne die Weiche, die eben mit diesen verschiedenen Dingen geupdatet wird. Und wenn man quasi dann wieder drüber fährt, über diese Detector Rail, dann stellt sich es wieder um. So einfach ist es. Und das ist einfach nur ein Netherrack. Oder? Ich glaube, das ist ein Netherrack. Netherbrick heißt es, genau, mit Lava links und rechts und einfach Zäune dazwischen. Hier sind wir dann ein bisschen offener. Ich glaube, ich muss die Video-Settings, Brightness wieder runterstellen, genau, und gehen wir mal auf Easy. Und sofort haben wir irgendwo einen schwulen Gast. Und hier geht es dann wieder so weiter. Und hier denkt man an Lava. Und hier geht es dann ins Offene. War klar, dass sofort irgendwas schießt. Das ist im Prinzip das gleiche Videogames-Dings, bloß weinend und in der Hölle. Denn hier ging es dann eben zu so einer Netherbrick-Festung. Und da habe ich einen Spawner gefunden. Einen Blaze-Spawner. Und deswegen habe ich hier kurzerhand beschlossen, eine Blaze-Farm zu bauen. Ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Schauen wir mal runter. Machen wir es gleich mal mit den beiden off-on. Ich kann es auch quasi ausschalten. Dann geht eben oben Lava an und vielleicht zieht man es noch kurz. Genau. Dann ist quasi die Spawnrate unmöglich, damit da was spawnen kann. Und wir probieren es einfach mal crashen. Genau, und jetzt müsste nochmal das Spawn-Hit sein, genau. Und Reset. Ihr seht, die funktioniert noch. Perfekt. Aber die sind ganz schön laut und deswegen mache ich sie auch mal wieder aus. Soll mich hier nicht zu nerven. Ja. Funktioniert noch, das heißt, das ist auch gut. Wobei die Farm, ja. Also ich habe ja zwei XP-Farmen, zu der anderen Farm natürlich auch noch. Heute noch hoffentlich, wenn ich das noch vorhab. Genau. Da ist übrigens gleich nochmal ein Blaze Spawner. Aber ich wollte die, das war mir zu kompliziert, die zueinander zu hängen. Hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ach ja. Ah, oh, ich bin eigentlich ganz schön müde. Es ist jetzt dann 10:30 vorbei. Ich glaube um 9 oder so habe ich angefangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber mir kommt es vor, als würde ich schon länger aufnehmen. Es sollte eine lange Aufnahmesession, aber dafür auch wieder einiges an Material. Ich weiß endlich wieder, was ich damals gemacht habe. Denn wenn ich mit der Adventure Map von Hodens Adventure fertig bin, habe ich entweder vor, eine neue Welt anzufangen oder eben diese Welt fertig weiterzubauen oder weiterzuspielen. Momentan bin ich noch unentschlossen, weil ich meine, es geht eigentlich relativ alles. Wenn noch irgendjemand rausfindet, wie man diese Elevators bauen kann, also quasi fixen, dann weiß ich eigentlich nicht, warum ich die Welt aufgeben soll. Gut, ich kenne mich hier eigentlich kaum noch aus. Nebenher wäre es vielleicht ganz gut, wieder neu anzufangen.
Aber ich habe meinen Minecart vergessen. Wobei ich glaube, ich habe oben eh noch Reserve. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ich oben noch eine Reserve habe. Denn das Lustige ist, ich bin dann nicht mehr bei dem Portal rausgekommen, wo ich eben reingegangen bin. Sondern mitten irgendwo in der Luft, genau. Hallo? Lädt hier noch was? Oder muss ich jetzt hier echt save and quit? Ah, cool. Ja, fertig. Backen wir einfach mal durchs Portal. Und genau, Leute, deswegen habe ich mir vorher Leitern gemacht. Ich weiß, die letzte Leiter war umsonst, aber 6 Leiter nur deswegen. Genau, denn hier kommt man raus. Unten geht es eben runter zu einem anderen Portal, aber ich bin hier rausgekommen. Warum? Wie ist keine Sau? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Fahren wir wieder zurück, würde ich sagen. Denn wir haben noch einiges vor uns. Oh Gott. Noch ziemlich lange Minecraft-Strecken auch. Muss ich leider dazu sagen. Denn einmal hatte ich einfach vor, ich wollte... Das war, glaube ich, 1.8, kann es sein? Wo es neu im Biom... bevor sogar. Genau, es war total idiotisch. Bin ich in 1.7 irgendwo hingegangen. Ewigkeiten weg. Dann hat es mir echt da ganz lustig gefallen. Ja, baue ich ein Haus. Ja gut, muss auch eine Minecraft-Strecke her. Ja gut, baue ich eine Minecraft-Strecke. Ewigkeiten habe ich für diese Minecraft-Strecke gebaut. Das war wirklich die längste. Ich glaube, ich fahre 5 Minuten, 6 Minuten, irgendwie sowas. Es kommt schon wieder so ein schwuler Hund. Es ist echt übertrieben viel. Ich hab gesagt, du sollst dich verbissen, du Pfeife hier. Ah, so machst du es. Okay. Ist das jetzt eigentlich dann der von dem da? Ja. Es ist echt krass. Wie in der 1.2.3? Oder? Ja? Da haben sie nicht so rumgebackt. Erst in der 1.2.5 dann. Und jetzt halt in der 1.3 immer noch. Stirbst du jetzt mal? Dankeschön. Ja. So viel dazu. Würde ich sagen. Dann würde ich jetzt sagen, begeben wir uns... Begeben wir uns... Nach... Begeben wir uns nach links erstmal. Oder? Nein. Wir fahren zuerst nach rechts. Zuerst habe ich geplant gehabt, das Video wieder bei meinem anderen Haus drüben eben enden zu lassen. Aber ich glaube, wir hören dann hier beim Spawn wieder auf, weil das quasi der Ursprung vom Ursprung ist. Der Ursprung von dem ganzen Zeug hier. Und wir sind immer noch nicht fertig. Oh Gott. Ich bin total fertig. So, bevor wir jetzt hier irgendwo hinfahren, wir würden automatisch wieder zurückfahren. Aber so weit wollen wir das eigentlich nicht. Sondern wenn man hier kommt, kann man unten vorbeifahren, diesen Hebel switchen, dann fährt man in diese Richtung. Dann geht hier diese Weiche auf. Seht ihr? Genau. Dann geht es hier oben, Old Spawn, unten XP-Farm. Genau, ich habe nämlich natürlich auch eine XP-Farm oben auf an der Oberfläche. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ist natürlich auch wieder ein bisschen weit weg. Musste natürlich auch ein Minecraft-Tunnel sein. Natürlich auch der teure. 4 Hölzer. 3 Glas. 2, 4... 6, 7, 8, 9 Cleanstones und ein Kies und eine Power Rail für einen Block. Das heißt, für einen Block, wo ich fahre, habe ich die ganzen Materialien gebraucht. Und ab und zu noch Redstone Torch, dann wieder 2 Fackeln, dann mal wieder weniger Cleanstone, weil manchmal war ja dann schon Cleanstone da. Aber es ist echt krass, für einen Block, den ich nach vorne fahre, was ich da alles... Material verschwenden musste. Also musste. Das ist relativ gesehen. Ich hätte auch einfach nur einen 200 Tunnel graben können, aber ich finde sowas jetzt
Ich finde, sowas sieht total scheiße aus. Gut, so mache ich es auch immer ganz am Anfang, damit ich halt nicht erst alles baue und dann immer hin und zurück laufen muss die ganze Zeit, sondern Anfang zwei hoch, Kies rein, Schienen drauf, dann kann ich wenigstens schon mal fahren. Aber dann versuche ich immer relativ bald und schnell auch den Tunnel dann fertigzustellen oder überhaupt mal einen Tunnel zu bauen. Andere lassen das dann immer so. Natürlich geht's auch, aber ich finde, das sieht nicht so toll aus. Hier ist eine Ruine. Bin hier nicht vorbeigekommen. War auch ganz schön. Ich habe die ganzen Höhlen eigentlich relativ unerforscht lassen und auch zum Teil wirklich die ganzen Ressourcen drin lassen. Hier sieht man auch ein bisschen Gold und so. Vorne, glaube ich, müsste man so einen direkten, das habe ich richtig freigegraben, da war noch Redstone und Lapis Lazuli oder so. Ja, das ist auch ein riesen fettes Ding. Es sind einige Höhlen da. Ja, es müsste jetzt das mit dem... Genau, hier sieht man es richtig freigegraben. War eigentlich relativ verbaut, aber ich dachte, es sieht so vielleicht besser aus. Diamanten habe ich leider nicht gefunden auf dem Weg. Ich glaube, die hätte ich wahrscheinlich abgebaut. Oh, hier ist dann... Hier die Fackeln, ich glaube, die müssten raus. Aber wurscht. Erstmal, würde ich sagen. Denn wir sind bei der zweiten XP-Farm. Jetzt muss ich mich mal wieder anders hinsetzen. Genau. Denn hier befinden wir uns bei der Spider-XP-Farm. Und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Vor allem, da ich hier ein ganz kleines bisschen gecheatet habe. Optionen. Easy. Mal hier mal auf. Und schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Din, 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 din. Hier hat schon die ersten Spinnen. Wie ihr hier sehen könnt, befinden sich hier 2, 4, 5 Spinnen-Spawner. Sowas gibt es nicht, ich weiß. Aber ich habe hier, glaube ich, 2 gehabt. Genau, hier 2, der obere und der da. Und da hinten weiter habe ich nochmal 3 gefunden. Da habe ich auch ein paar Videos dazu hochgeladen. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, dran denke, alle in die Beschreibung zu packen. Das ist irgend so kurzes Zeug her, Nummer 11 oder so. Da habe ich die 3 gefunden. Da habe ich mir gedacht, ja gut, einfach abgebaut. Weil, was will ich da hinten? Und dann hatte ich auf einmal den Spawner. Das war irgendwie 1 Punkt noch irgendwas. Da konnte man irgendwie die Spawner wieder abbauen. Habe ich den abgebaut, aber als ich ihn wieder gesetzt habe, war ein Schweinespawner. Da habe ich mir gedacht, ja gut. Ja, jetzt kann ich sie ja schon abbauen. Warum setzt du sie nicht dahin? Ja, dann nimmst du so einen Mod. Ich glaube, Spawner GUI heißt der oder so. Und dann habe ich halt einfach die ganzen Dateien geändert. Und somit sind jetzt hier quasi Spinnen-Spawner draus geworden. Was ich auch ganz okay finde. Gehst du dazu? Und ihr hört schon die ganzen Spinnen nerven ein bisschen. Weil die ganzen ganz schön laut auch sind. Und die bleiben nicht mehr so schön oben. Kann das sein? Und vor allem hier hängen sie sich gerne auf. Aber hier habe ich extra so einen Pisten, der sie dann einmal so reinschiebt. Und wir können ja mal schauen, wie viel sie jetzt schon wieder sind. Ja, 17 Stück. 20 wahrscheinlich, wenn ich da noch ein bisschen rüber gehe. Ja, 30 sind wir da schon fast. Aber irgendwie gehen die da nicht mehr so schön hoch. Finde ich scheiße. Ach, weil die sie jetzt alle so rausglitschen, oder? Ja, genau. Ein paar Strings, ein paar Instant Damage Potion habe ich auch noch. Machen wir einfach mal so. Schauen wir mal, ob das noch irgendwie halbwegs funktioniert. Dunk. Mal wieder auf. Ja, ist halt blöd, dass die jetzt nicht mehr oben bleiben. Keine Ahnung warum. Wird schon irgendeinen Grund haben. Mich interessiert es aber nicht so sehr. Mich macht diesen schwulen Geräusch wieder aus, weil die sind echt übelst laut. Dieses System ist auch von MinecraftExperte.de. Auch vom Tim. Ja, auch wieder Höhle. Die... Subscribe.